Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Wir sind wieder mit Gabriel unterwegs und es wird Zeit, ein bisschen Hausfriedensbruch zu begehen. Und zwar bei den Vampiren im Schloss. Wir haben uns ja beim letzten Mal schon so ein bisschen durch die Gosse reingeschlichen da bei den Vampiren. Und ich bin mal gespannt auf die Inneneinrichtung. Und ich würde sagen, ich quatsche auch gar nicht mehr lang drum rum. Wir schauen uns direkt mal den Burghof an. Auf geht's! Despite his best efforts to try entering the castle unnoticed, the vampires know that Gabriel is coming. Night is fast approaching, and soon he will have to use all his wits and powers to defeat what nightmares inhabit this place of death and decay. His strength grows by the day, and yet his hate intensifies deep within. He eats little and sleeps less. She is there in his thoughts, his beloved Marie. He knows that his journey is far from over. This castle, I fear, will push him into the abyss from which there is no escape. Spannende Perspektive. Na gut. Dann also erstmal eine kleine Kletterpartie, wie es scheint. Gut, von mir aus. So, auf nach oben. Oder haben wir es auch schon geschafft, wie es aussieht? Herzlich willkommen im Innenhof der Burg. Na gut, wo müssen wir denn hin? Da drüben? Keine Ahnung. Probieren wir es doch mal hier. Ups, das hat gereicht, wunderbar. Anklopfen? Guten Tag, die Damen. Ich möchte mir ein Ei borgen. Darf ich Ihnen die Heilsgeschichte von Jesus überbringen? Keine Ahnung. Ne, wo müssen wir denn hier lang? Vielleicht hier drüben irgendwie. Gut, das Leben brauche ich gerade nicht. Achso, nehmen wir doch einfach die leuchtende Kante. Wie wäre es damit? Gut, ich glaube, ich wäre jetzt noch lange herumgesprungen, wenn die Kante nicht geleuchtet hätte. Okay, auf nach unten. Sieht speziell aus hier. Was stellt das dar? Mal ernsthaft, was ist das für ein seltsames Reittier, auf dem diese Figur hier unterwegs ist. Auf der. Keiner weiß nichts Genaueres. Auf jeden Fall vermute ich, dass wir hier wohl auch nicht so einfach mit Anklopfen reinkommen werden. Beziehungsweise, wahrscheinlicherweise wird nicht mal irgendjemand unser Klopfen hören, wenn wir hier rangehen. Na gut. Oh shit! Ich gehe dann mal? Ja. Oder ich werde gegangen? Wie auch immer. Das erklärt auch, warum wir unser Leben aufladen können wieder. So. So, dann machen wir uns doch gleich mal hier direkt an. Aua, 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 aua. Nicht nett. Gar nicht nett. Hey, hey, hey. Aber so weit hat er doch gar nicht geschlagen. So, ein bisschen aus der Ecke raus wäre vielleicht nicht schlecht, könnte ich mir vorstellen. So. Einmal den kleinen Hüpfeangriff. Und dann vielleicht mal den Konter abgewartet. Genau so sieht es nämlich aus. Ah, wie gemein. Komm, gib mal dein Schild her. Das geht mir auf den Keks hier mit deinem Verstecke dahinter. Ab das Ding. Kämpf wie ein Mann. Und was ist ohne Schild? Ah, das war eine Nullnummer. So. Jetzt sollten wir doch den ersten haben, wollte ich gerade sagen. Von wegen. Was? Das hat mich doch nicht getroffen. Also die Hitbox ist manchmal ein bisschen merkwürdig, muss ich feststellen. So. Zeit für den ersten zu sterben, würde ich vorschlagen. Und raus das Feuer aus der Brust. So, nur noch du und ich, mein Freund. Gib mal dein Schild her. So, können wir noch mal schön hier von Angesicht zu Angesicht arbeiten. Was hältst du davon, hä? Das ging ein wenig ins Leere, der Angriff. So.
sind wir auch wieder voll dabei. Und das sollte dann doch auch reichen. Sehr gut. Einmal die Dose öffnen und raus mit der Seele aus der Blechbüchse. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt auch mal ganz in Ruhe hier die Tür öffnen. Ach so, ha, von wegen die Tür. Natürlich. Warum sollten wir auch die Tür öffnen können? Es geht wieder ab in den Untergrund für uns. Und nach unten. Hallo, meine Kleinen. So, sieht aus, als ob wir hier in irgendeinen Kerker reingestolpert sind. Ach, natürlich. So, wie war das mit denen noch gleich? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie man am besten gegen die kämpft. Am besten nicht den Rücken zuwenden und dann gar nichts mehr machen. Das, oh, das könnte natürlich helfen. Ich sehe schon, meine Kampfskills haben ein wenig gelitten seit der letzten Aufnahme. Da sollte ich nochmal dran arbeiten. Ah, ah. Oh, was? Ha! Na, sieh mal einer an. Jetzt wollen sie es aber wissen. Oh, shit. Stimmt, die haben ja diesen seltsamen Wirbelangriff drauf. Den habe ich ganz vergessen. So, dafür sitzt es aber dann gleich auch mal richtig hier bei ihm. Ah, Mann. Ich komme mit denen irgendwie nicht klar, mit den Skeletten, muss ich sagen. So, vielleicht sollten wir uns dann erstmal um unseren haarigen Freund kümmern hier. Wie wir gegen den kämpfen müssen, ist ja schon so langsam mal klar, denke ich. Nachdem wir das halbe Spiel über schon, ne, eigentlich das ganze Spiel über gegen ihn gekämpft haben. Gegen diesen Gegnertyp. Ach Gott, ich sehe gar nichts hier. Okay, der erste ist hinüber, wie es scheint. Musste man nicht nochmal auf die draufschlagen? War das nicht so? Ich komme bloß nicht zu ihm hin. Ja, verdammt, wir müssen nochmal auf ihn draufschlagen. Scheiße. Ah, da hatten wir ihn gerade schon. Oh, ich sehe gerade, ich sollte mal Lichtmagie einsetzen. Könnte helfen. Oh Gott! Nicht doch! So, so langsam müsste doch zumindest aber mal unser Werwolf-Freund hier das Zeitliche segnen, oder? Na komm! Hm. So, jetzt. Oh, ich wollte ihn aber eigentlich nicht besteigen. Können wir natürlich aber auch gern machen. Ja, warum nicht? Ja, komm. Passt doch. Und ich glaube, damit haben wir den Kampf auch schon noch nicht überstanden. Okay. Aber so gut wie. Na? Ich weiß bloß nicht so richtig mehr, wie das ging hier mit dem Draufhauen. Ich habe bald das Gefühl, das funktioniert nicht, wenn wir auf dem Tier sitzen. So, dann möchten wir mal hier kurz den machen. Okay, ich glaube, wir haben es. Runde 2. Ah, natürlich. Warum leuchtet denn hier die Säule so? Können wir mit der irgendwas anstellen? Auf jeden Fall nicht draufhauen einfach, wie mir scheint. Müssen wir da vielleicht mit unserem Wölfchen hoch? Kann das sein? Na, nicht doch. Es kommt mir bald so vor, als wäre das der Sinn der Sache.
Was? Sauerei! Was fällt dir ein? Nimm dein Gebiss aus mir raus! So, erstmal ein bisschen sammeln. Meine Lichtmagie ist doch auch nicht mehr so voll. Ach, komm schon. Es läuft wirklich nicht mehr mit dem Kampf. Es ist echt grausam, wenn man eine Weile nicht gespielt hat, wie sehr man doch da aus der Übung kommt. Muss ich schon mal sagen. Okay. Nächste Chance zum Reiten. Aber bevor wir jetzt hier irgendwas anfangen, würde ich sagen, wir laden noch erstmal kurz unser Leben, unsere Energie auf, unsere Magie. So, für diese Tür brauche ich wahrscheinlicherweise ein bisschen Freiraum ohne das Tier. Naja gut, verzichten wir da mal drauf. Ist hier hinten denn immer noch offen? Nein. Ach Mist, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen sammeln hier, ne? Ach, wisst ihr was? Springe hier, um loszuklettern, okay? Ja, ich weiß. Ich habe schon mitgekriegt, dass ich unbedingt so ein Tierchen brauche. Aber wir wollen doch noch ein bisschen was hier mitnehmen nebenbei. Zum Beispiel diese Rolle. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ich glaube, dass ich mir das Bein gebrochen habe, als ich heruntergefallen bin. Also sieht es nicht danach aus, als würde ich bald hier rauskommen. Das ist wirklich seltsam. Anscheinend halten sich die Vampire Waage und Trolle. Ich schätze, dass sie sich an ihnen laben, wenn die menschlichen Blutvorräte zur Neige gehen. Ich habe gehört, dass diese Burg vor Jahrhunderten der Bernhard-Dynastie gehörte. Sie wurden wohl vertrieben, als die dunkle Fürstin der Vampire auftauchte. Etwas kommt näher. Es klingt wie das Klappern von Knochen. Und damit hast du wahrscheinlich auch recht gehabt. So, wie ging denn das hier gleich nochmal? Wir geschlagen wurden jedenfalls. Okay, wunderbar. Und nun ist noch die Frage, wie konnte man hier einbrechen? Verdammt. Das war nicht der Plan. Okay, wenn du ein bisschen auf Abstand bleibst, dann sammle ich hier mal kurz. Das funktioniert ja ausgezeichnet. So, okay, wie konnten wir hier gleich nochmal einbrechen? Das war's nicht. Der kleine Wag kann mir auch nicht zufällig helfen, ne? Ja, komm. Okay, das ist Mist, wenn man vergisst, wie die Techniken funktioniert haben. Oh, Verzeihung, das war nicht mein Ansinn. Ja, ich glaub dir, dass du wütend bist jetzt. Ach, wisst ihr was? Ich werde mir das mal anschauen, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit dafür mir nehme. Müssen wir jetzt halt mal hier in der Aufnahme drauf verzichten. Bevor ich jetzt hier aber noch stundenlang herumprobiere, gehe ich doch lieber einfach mal den vorgesehenen Weg. Okay. So, matschen wir doch mal ein bisschen an den Vampiren herum hier. Wunderschön! So gefällt mir das. Okay. Haben wir noch jemanden, der sich mit uns messen möchte? Sieht gerade nicht danach aus. Aber ich vermute, wir müssen wohl darüber. Na gut, kümmern wir uns mal kurz hier um unseren Wagfreund. Ich selbst kann ja nichts machen, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Na gut, dann müssen wir wohl mal wieder ein bisschen, oh Gott, balancieren. Ja, toll. Das ist nicht dein Ernst, oder?
Ich glaube, das war nicht eingeplant, dass man hier runterstürzt. Versuchen wir das Ganze nochmal. Das Problem ist, es ist eine unglaublich dämliche Perspektive hier, um da drüber zu balancieren, finde ich. Na gut, diesmal hat es halbwegs funktioniert. Hallo. Eine weitere Schriftrolle für uns. Ich habe gehört, dass das Relikt in der Abtei nicht nur Vampire vernichten kann, sondern auch in Verbindung mit Lichtmagie einen temporären Schild erzeugen kann, der den Träger einhüllt. Wie sehr ich mir wünsche, einen derartigen Gegenstand zu besitzen, denn die Vampire sind stark und ich bin des Kampfes müde. Ich muss mich ausruhen, sei es auch nur für ein paar Minuten. Naja, aus für ein paar Minuten ausruhen ist dann mit Dolch im Kopf für längere Zeit ausruhen geworden. Gut, ich würde sagen, es lohnt sich nicht wirklich, aber wir sammeln trotzdem mal ein bisschen Leben ein. Was müssen wir denn ansonsten hier tun? Können wir denn hier irgendwas tun? Es sieht nicht so wirklich danach aus, wenn ich ehrlich bin. Oder geht's hier irgendwo weiter, was ich jetzt gerade noch nicht so wirklich sehen kann? Nein, nicht abstürzen! Gabriel, das ist doch nicht dein Ernst. Ich werd verrückt! Womit habe ich das verdient? Können wir hier zufälligerweise auch gleich mit dem Bark rein? Nein, können wir nicht. Na dann. Auf, auf. Ja, das scheint wohl unser weiterer Weg zu sein. Dann hätte ich mir die ganze Kletterpartie auch sparen können. Na gut, ahnt ja vorher keiner. Einladend. Sehr einladend. Die Vampire wissen, was Gastfreundschaft bedeutet. Och nein. Oh Gott, muss das denn sein? Das mit dem Ausweichen klappt sowas von überhaupt nicht heute. Ich weiß auch nicht. Gut, aber wenigstens stellen sich alle so schön in eine Reihe, dass man auch einfach auf alle drei gleichzeitig teilweise draufhauen kann. Die werden auch überhaupt nicht zurückgeworfen, ne? Oh, shit! Ich komme nicht aus der Ecke raus gerade. Ich bin ja irgendwie... Ich hänge da fest. Oder hing. Okay. Dann mal ein bisschen mit Schattenmagie. Wenn es anders nicht geht, dann ebenso. Verdammt. Den habe ich nicht im Auge gehabt. Lass mich doch mal auf deinen Kollegen jetzt draufknüppeln. So. Leben. Leben wäre gut. Leben wäre vorzüglichst. Oder alternativ, indem dass du einfach umfällst. Genau, dankeschön. Meine Güte, ich stelle mich sowas von schlecht an gerade in den Kämpfen. Das ist nicht mehr feierlich. Aber, naja, wir haben es zumindest irgendwie geschafft, den Kampf zu überstehen. Dann lass mal kurz hier öffnen. Zumindest gibt es ja neue Magie. Das ist auch bitter nötig. Aber ein bisschen Leben wäre mir eigentlich noch etwas lieber. Etwas. So. Gibt mal zumindest die Magie hierher. Heieieiei. Na, da kann man mir ja nur wünschen, dass ich irgendwie nochmal so langsam wieder anfange, besser in die Steuerung reinzukommen. Vor lauter Wut zerstöre ich erstmal ein bisschen die Einrichtung her. Ich glaube, das wird aber das geringste Problem der Vampire sein, wenn ich hier mit denen fertig bin. Dass sie sich neue Deko kaufen müssen. Oh! Wir haben das Level geschafft! Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr gerechnet. Aber wir sind durch. Ja, wo der Magiestein ist, das können wir uns denken. Der wird wahrscheinlicherweise da unten hinter der brüchigen Tür sein, die zu öffnen ich gerade zu blöd war. Aber naja, was soll's. Wir haben 7000 Punkte. Ich glaube, wir sollten mal wieder was ausgeben.
Was gibt's denn bei Zweitwaffen Schönes? Himmlischer Schild. Oh, das war das, was wir gelesen hatten. Genau, schauen wir mal kurz rein. Wenn die Lichtmagie aktiv ist, kannst du eine Weihwasserfiole werfen und so eine magische Barriere um dich herum erzeugen, die viele Angriffe abwehrt und es dir dennoch gestattet, dich normal zu bewegen und zu kämpfen. Klingt sehr schön. Damit könnte ich durchaus was anfangen. Okay. Dann also mal kurz zu den Reliktkräften. Hallo, jetzt geh doch mal hier runter. Na bitte, geht doch. Okay, was schalten wir denn da mal frei? Ich würde sagen, einfach nur der Vollständigkeit halber der Reihe nach hier. Schattenflammen. Wenn die Schattenmagie aktiv ist, lässt diese Kombo einen Feuerwirbel aus Schattenmagie aus deinem Kampfkreuz hervorbersten. Dieser Angriff ist extrem tödlich, aber du kannst dich nicht vom Fleck rühren, während du ihn einsetzt. Sobald die Flammen einmal lodern, kannst du sie nicht mehr lenken. Also sorge vorher dafür, dass du den Feind gut im Visier hast. Ja, werde ich nie benutzen. Trotzdem her damit. Okay. Und die Flammenklauen nehmen wir dann auch noch gleich mit. Benutze den dunklen Handschuh, während du sprintest, um Geschosse aus schädlicher Schattenmagie-Energie auf deinen Feind zu schleudern. Während die Schattenmagie aktiv ist, kannst du zweimal schnell den linken Stick antippen, um loszusprinten und dann jederzeit X drücken, um die Flammenklauen einzusetzen. Das werde ich mir niemals merken können, aber her damit! Gut, wir haben noch ein paar neue Talente gewonnen, die wir niemals benutzen werden. Aber dann würde ich doch sagen, machen wir uns mal auf ins nächste Gebiet, ein Irrgarten. Oh, das klingt so, als ob es wieder ganz, ganz grausam mit mir werden würde, als ob ich das so sehr verkacken würde. Schauen wir es uns doch mal an.